Jo. Da ist die Tür, da ist der Durchgang. Zack. Schon wieder falsche Taste gedrückt hier. Ja, genau. Den Shangri-La müsst, den lasse ich sein. Das lag mir mal gar nicht. Da ist sie. Da wollen wir hin. Irgendwie Schnellreisepunkt, so einen direkten. Hätten wir hier, wenn wir das Ding mal frei gemacht hätten. Aber den hatte ich mal versucht, das habe ich auch voll verkackt. Also lang. Nee, nicht Beutekiste hier lehnen. Schnellreise wollte ich machen. Keine Beutekiste haben. Ausgang ist da. So, Aminata ist auch noch markiert. Schauen wir mal, dass wir irgendwie zügig dahin kommen. Ein Helikopter wäre mir natürlich wieder lieb. Der hier aber zumindest laut Karte nicht ist. So. Nach Reiseroute geht's da lang. Aber ich glaube, warum nimmt der immer eine andere Waffe? Also eigentlich immer die auf rechts. Total komisch. So. Gehen wir um den Tümpel hier ein bisschen rum. AJ ist schon ganz schön schnaufen. Und die Wölfe, die scheinen irgendwie sauer zu sein. Das klingt nach Auto. Nur die Frage, wow, 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 runterrutschen, runterrutschen. Zack. Überlebt. Wenn da rechts ist ein Auto, lohnt sich das noch? Vielleicht. Ah, dieser blöde Waffenwechsel. Lohnt sich der Paraglider, der da oben zu sein scheint, eher? Da. Komme ich darauf hier? Der guckt aber in die falsche Richtung, verdammt. Ich muss da lang. Naja, dann laufen wir halt weiter querfeldein. Irgendwann kommen wir schon am Ziel. So. Hier irgendwas? Nee. Sieht nicht danach aus. Also weiter geradeaus. Kann ich nochmal gucken auf der Karte. Da sind Autos. Ich glaube, das holen wir uns jetzt auch mal. Da vorne. Toll. Eigentlich wollte ich die Autos, die ich auch benutzen kann.
Ups. Ich habe irgendwie einen Zivilist getötet. Hä? Sie ihn abgeprallt. Bleibst du stehen, du doofer LKW? Ja, die rasen wieder. So. LKW ist weg. Ah, das ist noch ein Propagandaplakat. Das können wir auch noch eben wegmachen. Oh, es klingt nach Bär. Bitte nicht, bitte nicht! Ich will ja gar nichts tun. Hilfe! Bitte! Bitte Hilfe! Bitte! So. Ich hab dich doch vor den Bären gerettet. Was hast du denn eigentlich? Ach, die sind einfach alle so dumm hier. Lass mich in Ruhe. Ach, halt die Klappe. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja, geh zur Royal Army, die helfen dir bestimmt. So. Nehmen wir das Auto mit der nervigen Musik. Und fahren. Ups, was war das denn? Hier ist Abi Red, oh. Mit nichts als der reinen Wahrheit auf dem Sender Freiskühlheit. Ich würde gerne über die Tarun Matara reden, okay? Ich erkläre es euch kurz. Sabal meint es absolut ernst mit dem Mädchen Mata. Das ist eine Menge Druck für einen Teenager. Wenn ich sie wäre, würde ich das ausnutzen. Ernsthaft? Stellt euch vor, ihr seid jung und jeder glaubt, ihr wärt eine Gottheit. Im Ernst? Ja. Wow. Jemandem hingehen und einfach sagen, hey, ich bin die Personifizierung der Göttin auf Erden. Von jetzt. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das ist ein Stützpunkt. Ich mach dich fertig! Bäm. Mal Spritze reinjagen. Verdammt. Wo war die Scheiße? Was ist der scheiß Köter da? Ah! Sind in 30 Sekunden da! Blöder Köter. Wir kommen von Osten! Ja, ja, kommt ihr mal. Kommt eh nicht. Hey. So. Hör auf, so tief, doof zu lachen. Da ist er. Boom. Schnappt euch ruhig das Maschinengewehr. So. Wir kommen von Westen. Als wenn ihr überhaupt irgendwann kommen würdet. Boah, verdammt. Die kommt doch sowieso erst, wenn alles vorbei ist, ihr Feiglinge. Wo ist er denn? Da hat doch noch irgendeiner hier rumgemault. Weißt du überhaupt, wie man damit schießt? Da ist er. So, da wollte ich doch einer ins MG. Das war wohl nix mit einem MG. Na komm, na komm, na komm. Komisch, hab dich aber ja sterben sehen. Ich dich auch. Boom. Meins. Ja, da ist noch irgendwo einer. Es ist noch kein Schwein vom goldenen Pfad angekommen. Noch kein. Ah, wir kommen von da, wir kommen von dort. Keiner von denen ist da gewesen. Ist nur noch der eine von der Royal Army da. Ja, ich denke schon, dass ich das überlebe.
Zack. Außenposten befreit. Gar nicht so rum. Da kommen sie da unten. Diese blöden Schweine. Da kommen sie an. Hier irgendwo sind da. Sind sie. Da. Ich sollte sie alle kalt machen. Feiglinge. Wenn du weiter so fleißig Außenposten eroberst, muss Paganmin sich bald Sorgen machen. Oder sich so oder so. So, mal ein bisschen hier einsammeln. Meine ganzen Geldvorrat wieder auffüllen. Langsam kriege ich mir ganz schnell das Geld. Ah, den Außenposten, der ging eigentlich ganz chillig zu einzunehmen. Show. Erzähl keinen, du hast gar nichts abgeknallt. Schwartlappen bist du. Hab den Hund erlegt, der den Mönch angegriffen hat. Er hätte sich nicht wehren können. Na, bin froh, dass es dem Mönch gut geht. Was für ein Mönch? Was ist das hier eigentlich? Was geben die für ein Fell? Du gleich, okay. Da ist die Kiste. Die habe ich eben schon gesehen. Wollte ich noch auseinandernehmen. So. Molotov-Cocktails auch wieder aufgefüllt. War hier. Munition. Ja. Können wir. Ah, da ist sogar ein Händler. Können wir direkt wieder dicken. Womit kann ich. Hallo. Den ganzen Scheiß hier würde ich gerne mal loswerden. Bärenfeld brauchen wir anscheinend noch. Das brauchen wir anscheinend auch noch. Ich brauche mal Nashörner. Kaufen. Körperpanzer. Spritzen. Vielleicht nicht. Zwei Spritzen verbraucht. Jo. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Ja, wird es schon. Da komme ich ganz bestimmt zu dir, wenn ich noch irgendwas brauche. Keine Frage. Wenn du denn dann da bist. Haben wir den Außenposten jetzt eigentlich angenommen? Also sogar den, den wir gebraucht hätten. Ja. Tak, tak, tak. Kann ich mal gucken, ob hier irgendwo. Da sind Nashörner. Vielleicht komme ich da mal gleich eben vorbei. Ich brauche ja nur. 4. Nur. Aber Leute, warum kommst du eigentlich nie zu mir? Immer willst du was von mir und ich muss dir immer hinterherlaufen. Anführer für nix sein. Anführer von Haufen Idioten. Nix touren. Schwachmaten. Zu spät kommen. Ach, wird so viel hier einfallen. Na, da war er doch schon mal, ne? Stimmt, da haben wir sie das letzte Mal getroffen sogar. Jetzt gibt der neue Außenposten hier. Hallo, rede mit mir. Wo sind denn alle hin? Sie sind am Kalesch. Wir bereiten uns auf den finalen Schlag vor. Es ist soweit. Alles oder nichts. Sabal spaltet den goldenen Pfad. Er sabotiert unsere Zukunft, AJ. Genug ist genug. Bittest du mich darum, ihn zu? Ich sage, du sollst ihn töten. Und ich bin äußerst pingelig bei meiner Wortwahl, AJ. Er darf sich nicht herauswinden. Übrigens, dachtest du wirklich, er duldet es, dass du ihn verrätst und dich mit mir verbündest? Nein. Es wäre zu riskant, wenn er überlebt. AJ, sei vorsichtig. Der goldene Pfad braucht dich. Ich auch. Puh, die Alte ist echt eiskalt. Da ist gerade ganz schön rumgeballert da unten.
Ich soll dahin. Ich will aber. Da sind keine Nashörner. Erstmal dahin. Hier sind Nashörner markiert. Ja, Panzernashörner. Zack. Jo, gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie ein bisschen aufräumen können. Ich könnte mal vielleicht. Nee, damit nicht. Hiermit. So, der wäre weg. Der Bär, da räumt jetzt auch noch schön auf. Ja, den habe ich jetzt nicht getroffen. Ah! Na gut, der Typ hat mich jetzt zwar gesehen. Ach, schade. Ich dachte, ich krieg den. Ich glaube, der Bär räumt jetzt auf. Spart ihm ein bisschen Arbeit. Und runter. Muss ich hier umswitchen? Ja, ich glaube nicht. Komm ich hier rum? Komm ich hier rum? Oder nach hinten rutschen. Ach, drauf. Gepfiffen. Oh, AJ. Ich sehe deine verkniffenen Brauen buchstäblich vor mir. Bam. Was willst du? Na, ich rufe nur an, um zu hören, wie es dir geht. Man sagt, deine kleinen Freunde wären zerstritten. Ist sicher hart für dich, wenn du da mittendrin steckst. Eigentlich solltest du mir für ein paar meiner Entscheidungen dankbar sein. Entscheidungen wie, Yuma, ich war live im Fernsehen, um sie dir zu servieren, und ich hasse Fernsehen. Radio ist viel eher mein Ding. Und du, oh, du hast die Chance genutzt. Arme Yuma, sie wird mir fehlen. Es war eine schwere Entscheidung, dich ihr vorzuziehen. Aber es war richtig so. Du wirst sehen. Ja, ich weiß, du hast es eilig. Du musst wohin und Sachen zerstören. Lass dich nicht davon abhalten. Vergiss nicht, AJ. Entscheidungen haben Konsequenzen. Tja, und deine wird eine ganz schön große Konsequenz haben. Mit deinem Ableben. Da scheinen mir... Okay, nee. AJ, du musst wissen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Sabal wird seinen Glauben nie aufgeben. Wenn er damit weiterleben darf, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder rebelliert. Wenn du ihn tötest, hilfst du den goldenen Pfad zu einen und zu verhindern, dass in dem Moment, in dem Pagan besiegt wird, ein zweiter Bürgerkrieg ausbricht. Es ist das Beste für Kyrat. Drück den Abzug, wenn die Zeit gekommen ist. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige tun wirst. Tja... Können wir nicht einfach Freunde sein? Ja, der ist echt knallhart. Es würde mich noch viel mehr interessieren. Erstens, wo die blöden Nashörner sind. Zweitens, wie die ganze Geschichte abgelaufen wäre, hätten wir uns für Sabal entschieden. Hätte der sie auch um die Strecke gebracht? Oder...